Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Rezension von mir. Heute möchte ich euch gerne Schattenprinz von Katharina Gerlach vorstellen. Das Ganze ist ein Self-Publishing-Werk eigentlich, hat 372 Seiten und kostet 9,99 € als Taschenbuch. Und in diesem Buch geht es um Paul. Und Paul ist auf der Straße groß geworden und lebt da mit seiner Ersatzfamilie, einer Bande von Straßenkindern. Und die betteln sich halt alles so zusammen, was sie zum Leben brauchen. Und auf einem Fest trifft Paul plötzlich auf einen Jungen, der ihn in den Königspalast einschleust. Und dort soll Paul eine ganz bestimmte Aufgabe erfüllen, denn er erfährt dort etwas über seine Herkunft, von der er bis jetzt nichts geahnt hat. Und steht nun plötzlich vor der großen Aufgabe, dass er nun den Kronprinz spielen soll, obwohl er eigentlich gar nicht der Kronprinz ist und eigentlich alle davon ausgehen, dass es ihn gar nicht gibt. Und sollte der König jemals herausfinden, dass Paul gar nicht der richtige Kronprinz ist, könnte er ganz gewaltige Schwierigkeiten bekommen. Dazu kommt auch noch, dass Paul nun plötzlich vor der Aufgabe steht, einen Krieg zu verhindern, der droht auszubrechen. Und ja, wie Paul mit der ganzen Situation umgeht, ob am Ende doch noch alles gut ausgeht oder nicht, das müsst ihr natürlich selber lesen. Ich fand das Buch unglaublich gut. Ich bin nur so durch die Seiten durchgeflogen. Der Schreibstil war unglaublich flüssig. Die Charaktere waren richtig toll ausgearbeitet. Es gab immer wieder Wendepunkte, die mich total überrascht haben. Und ich fand dieses ganze Mittelalterliche mit Zauberern und Magie und so weiter, fand ich unglaublich toll. Und es waren auch so ein paar Elemente dabei. Es geht in diesem Buch sehr viel um Zwillinge, was ich super spannend fand, weil diese Idee an sich fand ich einfach toll. Und auch wie das Ganze umgesetzt war, also es hat von mir definitiv 5 Sterne bekommen, ist von mir auf jeden Fall ein Buchtipp für euch. Ich verlinke euch das Buch auf Amazon unten in der Infobox, verlinke euch auch nochmal die Webseite von Katharina unten in der Infobox. Da könnt ihr auf jeden Fall nochmal vorbeischauen, wenn euch das Buch jetzt interessieren sollte. Und ansonsten habe ich nicht viel mehr dazu zu sagen. Schaut mal unten in der Infobox vorbei und ansonsten hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, ciao!